Die Bietigheim Steelers und die Nürnberger Ice Tigers, die beiden schwächsten Mannschaften im Dezember. Bietigheim Tabellenletzter, Nürnberg Tabellenzwölfter für die Steelers. 4 Niederlagen in Serie, also läuft überhaupt nicht. Und ja, die Nürnberger zumindest unterstützt von vielen Fans in Bietigheim. Die Steelers in den grünen Trikots, Scheiben verlost von Lepaus und dann der Fehlpass von Maioni. Daniel Leonhardt nach etwas mehr als 3 Minuten mit der Führung für die Ice Tigers. Drittes Saisontor von Leonhardt, aber nicht gut von den Bietigheim Steelers hier im Aufbau. Mebus macht Druck und ja, dann der Fehlpass von Maioni genau auf den Schläger von Leonhardt. Besserer Start also für die Ice Tigers und die macht weiter mit Lobach hinter dem Tor. Gut gearbeitet zusammen mit Leonhardt. Scheibe hoch an die blaue Linie, dann kommt der Querpass rüber auf Bodnarczak und das 2:0 für die Ice Tigers. Nach nicht mal 11 Minuten sehr, sehr guter Start rein ins Drittel für Nürnberg, das zuletzt ein 0:4 bei den Schwenninger Wild Wings kassiert hatte. Sehr, sehr viele Auswärtsspiele für die Ice Tigers in dieser Phase der Saison. Harter Check von Preibisch gegen Lobach. Dann die Bietigheim Steelers arbeiteten sich zurück und Lobach vielleicht auch noch so ein bisschen ja, durch den Check beeinflusst mit dem Fehlpass. Bietigheim nutzt das aus. Daniel Weiß mit dem Querpass auf Benjamin Zintek. Und der verkürzt auf 1:2. Zintek, erstes Tor seit Oktober. Und Bietigheim machte weiter, machte Druck, aber verlor die Scheibe wieder. Und der schnelle Konter der Nürnberger Ice Tigers, Fleischer auf Schmelz, zack, Schulzschlepp, 3:1 für die Nürnberger Ice Tigers. Bietigheim, ja, sofort wieder kalt erwischt. Schmelz kann durch die neutrale Zone Tempo aufnehmen und bezwingt Aito Kallio. Ein insgesamt wildes Spiel, jetzt wieder Bietigheim mit Atkinson, der auf das Tor kurft. No arbeitet nach, Weiß arbeitet nach. Nur noch 2:3. Daniel Weiß, 6. Saisontor, der Ex-Nürnberger. Ja, mit dem Rebound, aber natürlich darf Atkinson auch nicht so einfach vor das Tor ziehen. Kara auch noch was abbekommen vor dem Treffer. Im 3:2 für Nürnberg ging es ins zweite Drittel und auch da ja, wechselten sich schöne und gelungene Aktionen mit Fehlern ab. Hier Gregor McLeod mit einem wunderschönen Ding mit der Rückhand zieht am Ende das Ding rein. Über außen durchgegangen, 9 Spiele ohne Tor gewesen. Da lässt er seine große Qualität wieder mal aufblitzen. Rum um Atkinson und dann schön auf die Rückhand zum 4:2 für die Nürnberger Ice Tigers. Zum dritten Mal eine 2-Tore-Führung, aber sie schaffen es nicht, diese Führungen zu halten. Maioni mit dem Schuss. Schauen sie auf Bodnarczak und Snow vor dem Tor. Die bearbeiten sich da, vor allem Bodnarczak. Dann Stretch mit dem Schuss und dann abgepfiffen. Und dann war die Frage, was passierte? Es gab Strafen für beide und zunächst wurde der Treffer von Stretch nicht gegeben. Aber der Pfiff wohl erst nachdem der Schuss von Stretch drin war. Deswegen nach Videobeweis doch Tor für die Bietigheim Steelers, 3:4. Es ging weiter mit einem 4:4, weil eben Noah und Bodnarczak draußen saßen. Und in diesem 4:4 die Bietigheim Steelers mit Weiß, mit Maioni und mit dem Ausgleich. Innerhalb von nur 40 Sekunden von 2:4 auf 4:4. Viel zu viel Platz für Marty Maioni. Schön bedient von Daniel Weiß. Tom Rowe fragte vielleicht auch nochmal nach wegen dieser Szene, die zum 3:4 führte. Es blieb weiterhin ein offenes Spiel. Gregor McLeod mit Tempo aus der neutralen Zone mit einem super Pass auf Dane Fox. 12 Minuten vor dem Ende wieder die Führung für die Ice Tigers. Die führten mit 2:0, mit 3:1, mit 4:2 und jetzt mit 5:4. Das muss doch reichen beim Tabellenletzten. Schön gespielt von McLeod auf Fox. 12. Saisontor von Fox. Aber Bietigheim nahm den Torwart raus. Burger auf Lepaus. Der findet wieder Chase Burger. Und Chase Burger 1:13 vor dem Ende mit dem Ausgleich. Leitet das Ganze ein, bekommt man die Scheibe von Lepaus raffiniert zurück und trifft ins kurze Eck. Nichts war es mit den 3 Punkten für Nürnberg. Es gab Verlängerung und in der Verlängerung dann wieder eine Strafe gegen die Ice Tigers. Sie nahmen zu viele Strafen. Matthew Maioni kriegt den Puck von CJ Stretch zurück. Maioni mit dem Game-Winner. 6:5 in der Verlängerung von Bietigheim. Für Bietigheim Niederlagenserie beendet. Wir hören einen der Siegergaranten, Daniel Weiß. Ein Tor und 3 Assists für ihn.
Also ich würde sagen, wenn wir hier heute nichts mitgenommen haben, ich glaube, die sind 2 oder 3 Tabellenplätze vor uns. Die sind auch nicht so wirklich in der Bahn, muss man sagen. Und ja, wir haben in der Kabine auch gesagt, dass es ein ganz, ganz wichtiges Spiel ist. Und so haben wir es auch, absolviert. Und ja, 3 Punkte wären verdienter gewesen, muss ich sagen. Yeah, I mean, we had a great first period and after that we just slowed down for some reason and we let them come back into the game and then we took some bad penalties at the end there. So yeah, we just can't be doing that. Nach dem ersten Drittel, nach dem guten, das Tempo rausgenommen, zu viele Strafen genommen, sagt Greg McLeod. Ja, und dann reicht es eben nicht für einen Dreier. Überhaupt nicht für einen Sieg in Bietigheim. Die Steelers feiern den Sieg nach Verlängerung zu Hause gegen Nürnberg. Alle Spiele live, nur beim Magenta Sport.